Ja, moin, liebe Leuchtfeuerfamilie. Wir hoffen, dass ihr alles schon so richtig die Sommerferien genießt oder dass ihr vielleicht voller Vorfreude vor eurem Sommerurlaub steht, so wie Ruben und ich. Denn wir stehen nämlich jetzt gerade genau davor. In dieser ganzen Zeit, die hinter uns liegt, also in dieser Corona-Zeit, müssen wir ja sagen, war es uns ganz besonders wichtig, dass ihr alle möglichst viel von dem, was wir als Gemeinde sind und auch als Gottesdienst sonntags erleben, bei euch zu Hause erlebt. Das war uns wichtig und hier nochmal an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an dieses mega, eigentlich ein kleines Team, aber ein Megateam, die das möglich gemacht haben, die uns aufgenommen haben, die das hochgeladen haben. Nochmal von uns ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass wir haben viele Rückmeldungen von euch bekommen und es hat einfach gut getan. Aber jetzt fängt wirklich eine neue Zeit an. Und unser Herz brennt dafür, dass wir wieder in Gemeinschaft kommen. Dass wir wieder zusammen sind, dass wir uns wahrnehmen. Und ihr wisst, dass wir schon längere Zeit mit Vor-Ort-Gottesdiensten angefangen haben. Und wenn du noch nicht dabei warst, es ist jetzt die Zeit, aus deiner gemütlichen Fernsehecke aufzustehen und dir ein Ticket zu besorgen. Wenn das schwierig für dich ist, darfst du super gerne bei unseren neuen Bürozeiten mittwochsvormittags bei Matthias anrufen, der wird dir sehr gerne behilflich sein. Unsere Predigten werden weiterhin auf jeden Fall online bleiben, vor allen Dingen für die Menschen, die wir über unsere Gemeinde hinaus damit segnen möchten. Und auch unsere Worship-Leuchtfeuerband wird immer wieder geniale Songs hochladen. Für die Kinder wird es auf jeden Fall ein Kinderferienprogramm geben. Aber ansonsten möchten wir sagen, seid ganz herzlich willkommen hier wieder vor Ort in deiner Gemeinde. In der Sommerzeit warten hier auf euch auch einige von unseren wirklich richtig starken und genialen Nachwuchspredigern von unserer nächsten Generation. Am 9. August, das ist glaube ich schon wieder das Ferienende, haben wir ein weiteres Highlight für euch. Merken, an dem Sonntag findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr statt mit Konrad, Max Gille und seiner Frau. Die werden hier sein und wir werden ein Highlight haben, unsere Schulkinder segnen. Wir freuen uns sehr auf diesen Tag. Ab dann wird es weitergehen mit zwei Gottesdiensten am Sonntag, die wir bisher im Moment geplant haben, damit wir alle wieder so viel wie möglich einfach miteinander im Haus sein können. Und jetzt wünsche ich euch einen richtig, richtig starken Sonntag mit einer ganz genialen Predigt und habt einen richtig, richtig schönen Sommer.